Genau, jetzt haben wir hier nämlich den Code. Und da haben wir einen komischen Vogel. So, das müssen wir bestimmt jetzt ein Bild zusammenfügen. Das müsste eigentlich so reichen. Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind bei einer weiteren Runde Zombie. Und immer noch auf der Suche nach Büchern. Ruhe. So, jetzt ist der Matsch. Jetzt kann ich anfangen zu scannen. Leer, leer. Sprudelwasser, leer, leer. Alles klar. Das lieb's immer noch. Wieso wurde mir das nicht so angezeigt? Dreistigkeit, will ich einfach weiterleben. Okay. Die Tür, die geöffnet ist. Alles klärchen. Ja. Das war's, schade. Nix. Wahrscheinlich hier auch wieder nix. Jo. Supi. Ganz toll. Freue mich immer sehr über nichts. Wir können jetzt aber echt nur nach oben gehen. Aber hier können wir was springen. Und das machen wir auch mal gleich. Können wir nämlich hier unten durch? Und hier rein? Nö. Können die Leiche absuchen. Na also, da haben wir doch das Buch. War ja relativ einfach versteckt. Muss doch im Tower auch so sein eigentlich. Mir nicht erklären, warum ich das da nicht gefunden habe. Wir sind ja alles abgegangen. Meines Erachtens auch alles abgescannt. Bisschen komisch. Gut, da müssen wir noch Brick Lane Wohnung. Da waren wir ja fast. Dann gehen wir da jetzt mal direkt hin. Dann haben wir das Buch danach. Wenn wir das Buch jetzt auch noch finden, dann müssen uns glaube ich nur noch zwei Bücher fehlen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Hier hoch, okay. Gerade gucken, was nochmal diese Wohnung hier war. Hier geht's wieder runter, okay. Kannst du mir zeigen, wo das Buch ist? Wo das Buch ist? Das ist ein Schwerhund, der Gute. Anscheinend auch nicht wirklich zu einer Kooperation bereit. Schade eigentlich. Ich würde mich gerne noch weiter mit ihm unterhalten. So. Na, mach nicht so einen Lärm hier. So. Große Fresse, aber nichts dahinter anscheinend. Hier ist aber auch wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Einen Fahrstuhl möchte ich eigentlich noch nicht fahren. Das kommt dann gleich. Wir gehen erstmal hier hoch. Nichts drin. Nicht dein Ernst. Wobei, wir hatten ja hier oben diesen komischen Safe. Wenn das jetzt das ist, was ich wirklich meine, dass es ist. Ja doch, das sind diese Lagerräume. Perfekt. Da bist du. So,
Sondern nur so schlecht, wo die hinfliegen, die Zombies. Können wir mal sprengen? Hier ist ja auch da direkt. So, hier wieder rein. Okay, eine Toilette. Mehr ist hier nicht. Dafür habe ich das teure C4 verschwendet. Okay. Ja gut. Wenn man es über hat, ne? Dann kann man das mal machen. Ich hoffe, man kann hier überhaupt wieder zurücklatschen. Ja, noch sieht es gut aus. Hier ist ein Bullenzombie. Okay, die Mütze hat er schon verloren. Gerade plündern. Magnum-Munition. Hört sich interessant an. Fräulein, die Ruhe hier. Was werfen wir dafür weg? Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Bretter da. Und dann nehmen wir die Magnum-Munition mit. Auch wenn es nur ein Schuss ist, aber es ist mir völlig egal. Genau, jetzt haben wir hier nämlich den Code. Da haben wir einen komischen Vogel. So, das müssen wir bestimmt jetzt ein Bild zusammenfügen. Das müsste eigentlich so reichen. Dann haben wir 7989. Komm. So. 7989. Action. Okay, der Raum ist ja nicht gerade groß. Hier hauen wir gerade mal die rüber ein. Da haben wir noch eine Maschinenpistole gefunden. Das ist ja echt der reine Wahnsinn, was wir hier noch alles mitnehmen. Die treue MP5. Die beste Waffe der Welt für kleine Hauben. Wenn du verstehst, was ich meine. So. Ach nee. Ich wollte noch ganz gerne das Erste-Hilfe-Pack mitnehmen. Gucken wir uns hier nochmal gerade um, aber hier ist nichts mehr. Aber das ist auch gar nicht mal so wild, weil wir können direkt wieder zurück. Und wir haben auch das Buch wieder gefunden. Das geht echt fix. Jetzt haben wir schon zwei Bücher in dieser Folge gefunden. Eine schöne Sache. Da haben wir die Mission nämlich fast abgeschlossen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit den normalen Missionen. Weil es ist ja eigentlich meines Erachtens mehr so eine Nebenmission. Hätte ich jetzt einfach mal so ganz dreist behauptet. So, hier rein. Ne, ins Safehouse möchte ich ja nicht. Ich muss gerade mal nachgucken, was noch über ist. So. Hol dir dies Brief in Spital Fields Green. Wo soll das sein? Das war einfach. Hatte ich nicht da schon mal nachgesucht in der vorletzten Folge? Ich meine schon. Da war das gar nicht mal so einfach zu finden. Gut, aber ich muss mich jetzt eindeutig mal nach Geheimverstecken umsehen. Ach, das ist hier. Jetzt habe ich's. Gib Ruhe hier. Da hat dich irgendwer gefragt nach deiner Meinung. Gut, das geklärt zu haben. So, können wir hier irgendwas machen? Ich bin nicht recht sicher, das müsste doch irgendwas hier mit dem Haus zu tun haben. Oder auch nicht.
Dann gehen wir erstmal hier raus. Diesen komischen Kasten müssten wir auch nochmal eigentlich finden. So, mal gerade scannen, ob hier irgendwas an der Straße ist. Nö, 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 nö. Dann gehen wir jetzt erstmal hier in die Seite. Zack. Oh, der war easy. Der war ja richtig einfach, K.O. zu hauen. Hier ist ja voll die Party. Boah, sind da viele. Gucken wir aber nochmal gerade hier. Weil ich möchte eigentlich nicht runtergehen. Zumindest noch nicht. Kann sein, dass wir später eh nochmal lang kommen. Aber ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass jetzt irgendwo hier vorne das Buch versteckt ist. Hier schon mal scannt? Nee. Schrotgewehrmunition, gut. Brauchen wir jetzt nicht wirklich allzu dringend. Dann gehen wir hier mal wieder rauf. Da müsste, glaube ich, das Versteck sein, oder nicht? Ich bin mir gerade... Doch, klar. Da ist es. Da war, glaube ich, nur ein Bett drin. Ja. Ein Speicherpunkt. Tun wir das doch mal. Und ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und auch, wenn ihr die Tage wieder einschaltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann und rein. Ciao.